Hi. Okay. Warte, scheiße, wir machen jetzt einfach was. Hi, ich habe heute ein kleines Favoritenvideo für euch. Und zwar zeige ich euch heute meine Top 5 Produkte unter 5 Euro für den Monat März. Schwieriges Deutsch und schwieriger Satz, aber ich habe es hinbekommen. Ich fange an mit dem ersten Produkt und zwar kostet es 1 Euro bei Primark und es wäre diese Handcreme bzw. dieses Handgel hier. Das ist ein antibakterielles Handgel, einfach um die Hände zu desinfizieren, wenn man einen langen Tag hat oder so. Und ich habe das beim Primark mir geholt in Karlsruhe, das gibt es aktuell noch, das habe ich erst vor 2 Wochen gekauft. Kostet 1 Euro und ich habe das bei mir im Auto, das ist ein super Teil. Das Ganze gibt es auch bei DM zum Beispiel von Balea für 75 Cent oder sowas. Ja, ihr müsst jetzt nicht das von Primark haben. Und das ist mein erstes Produkt, das finde ich richtig gut. Wenn man jetzt vor allem viel unterwegs ist, auch jetzt wenn es wärmer wird und man schwitzt viel, sollte man halt ab und zu seine Hände waschen. Wenn man nicht die Gelegenheit dazu hat, dann sind solche Gele optimal und kann ich nur empfehlen. Dann komme ich zu meinem zweiten Produkt und zwar habe ich das geschenkt bekommen. Ich glaube, das war zu Weihnachten. Ich habe es aber bis jetzt noch nicht benutzt gehabt. Und zwar ist es das Axe Apollo Deo. Und ich finde es so geil. Es riecht so gut. Also ich kann es mir jetzt überall hinsprühen. Ich liebe das. Es riecht richtig gut. Kostet um die 2,45 Euro, glaube ich. Bekommt ihr auch in jedem Drogeriemarkt. Mensch, mein Deutsch. Und ja, also es riecht sehr fruchtig. Oder es ist nicht sehr fruchtig, sondern so leicht, sommerlich, so, also mir gefällt der Geruch einfach sehr gut und auch mein Top-Favorit diesen Monat, ich habe es nur getragen, also wo ich in der Arbeit war oder so, ich habe immer mehr das dran gesprüht, wenn es mir mal heiß wurde. Eigentlich habe ich nur Beauty-Produkte. Mein All-Time-Favorite, der Nivea for Men Aftershave Balsam. Es gibt jetzt einen neuen, der hat so einen coolen Effekt anscheinend, das Balsam. Aber ich finde, es hat auch einen coolen Effekt. Also das ist immer kalt. Ich glaube jetzt nicht, dass es da so einen großen Unterschied gibt zwischen dem neuen. Ich werde es mir trotzdem mal holen, das neue, und dann mal probieren, ob das einen großen Unterschied hat. Das beruhigt einfach die Haut optimal, wenn ihr euch rasiert und habt ihr keinen Rasurbrand und keine roten Stellen und ihr bekommt keine Pickel. Und es kühlt einfach und pflegt die Haut perfekt. Das habe ich immer. Das habe ich jetzt schon seit Dezember oder so, nutze ich das, oder seit Sommer sogar schon, von 2013. Das ist meine dritte Dose oder mein drittes Glasbehälter-Dings mittlerweile. Und ja, All-Time Favorite kostet 4,80 Euro, glaube ich. Also knapp 5 Euro. Also ich noch unter 5 Euro. Kann ich nur empfehlen. Dann mein viertes Produkt habe ich jetzt auch neu entdeckt. Und zwar von Balea. Habe ich im DM, wo ich shoppen war. Balea Man Energy Explosion Shampoo Visualize Your Hair mit Guarana-Extrakt. Keine Ahnung, was es sein soll. Aber ja. Es riecht richtig gut, es riecht wie so ein Duschgel irgendwie, aber es ist ein Shampoo auf jeden Fall. Das benutze ich eigentlich nur, weil ich habe keinen Bock mehr auf mein Zios gehabt, weil eigentlich tue ich ja meine Haare immer mit Zios waschen. Und dann haben die irgendwie keinen Halt mehr gehabt, weil die haben sich zu arg an das Shampoo gewöhnt und brauchte ich eine Abwechslung. Das kostet, glaube ich, 1,95 Euro oder sowas und ist richtig geil so. Ich habe wieder voll Volumen bekommen dadurch und meine Haare riechen auch voll gut damit. Also meine Freundin, die mag's auf jeden Fall und kann ich nur empfehlen. Also Jungs, wenn ihr Abwechslung braucht oder so ein billiges Shampoo, Balea Man Energy Explosion kann ich euch nur empfehlen. 1,95 € bei DM von Balea. Und dann mein letzter Favorit. Das habe ich auch zu Weihnachten bekommen, aber ich habe das jetzt nicht so oft genutzt. Aber ich finde es trotzdem ein Favorit. Ich habe es jetzt im März hauptsächlich genutzt. Und zwar das One Ginger Morning von Dracul-Moon. Ja, aufgewacht Prinzessin. Yeah, ich bin eine super Prinzessin. Lilifee oder so. Auf jeden Fall, das riecht richtig lecker nach Zitrone, Limone und richtig fruchtig, so säuerlich fruchtig und ich mag den Geruch einfach und zum Duschen finde ich es richtig geil irgendwie, ich weiß nicht, mir gefällt es voll und man riecht danach richtig gut. Es kostet aber, glaube ich, knapp 5 Euro circa, aber ja, wir machen das unter die Top 5 unter 5. Ich finde es richtig geil, also ja. Ich habe danach auch irgendwie gar keine trockene Haut, sonst habe ich mich immer ein bisschen eingecremt. So habe ich jetzt auch gar nicht mehr machen müssen, weil dadurch wurde meine Haut genug durchnässt oder angefeuchtet oder so und wie das heißt, keine Ahnung. Ja,
ist One Ginger Morning, aufgewacht, Prinzessin für alle Prinzessinnen unter uns. Auch Jungs sind angesprochen. Und ja, das waren eigentlich schon alle Produkte. Wenn ihr welche von den Produkten auch habt, dann schreibt es mal in die Kommentare rein. Würde mich mal echt interessieren, was ihr so am besten findet. Und ja, wenn es gefallen hat, das Video dir, dann Daumen hoch. Schlechtes Deutsch, aber egal, ihr habt es verstanden. Ansonsten lasst mir mal irgendwelche Kritik da, was ich besser machen kann. Wie findet ihr meinen neuen Platz hier? Und was ihr für Videowünsche habt, unten rein in die Kommentare. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Haut rein und bis bald. Bald kommt wieder ein Special-Video mit einem Gast. Und ja, danke fürs Zuschauen und ciao. Achso, bevor ich es vergesse, ich wollte euch noch kurz was sagen. Und zwar, wir haben jetzt mittlerweile 0.45 Uhr. Ja. Letzte Live von YouTuber. Ich muss morgen wieder arbeiten, deswegen gehe ich jetzt schlafen und ja, wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Und ja, bis dann. Ciao. Ciao.